Das Grabinventar des Herrischefhotep, eines Vorlesepriesters aus der Zeit um 2000 vor Christus, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Deutschen Orientgesellschaft ausgegraben und befindet sich heute nahezu vollständig in Leipzig. Nur ein Teil fehlt: die Mumie des Verstorbenen. Sie ging leider verloren. Erhalten sind unter anderem 4 Bootsmodelle für rituelle Fahrten an den Kultort des Totengottes Osiris, das Modell eines Kornspeichers und eines Küchenhofes zur Versorgung des Toten im Jenseits sowie die Mumienmaske. Diese zeigt Herrischefhotep als jungen Mann mit schulterlangem Haar und Backenbart. Diese Darstellung entspricht aber sicher nicht der Realität. Altägyptische Bildnisse zeigen selten individuelle Züge, sondern eher Idealvorstellungen. Aus diesem Grund gibt es aus der Zeit um 2000 vor Christus auch mehrere Mumienmasken, die der des Herrischefhotep zum Verwechseln ähnlich sehen. Die beiden Särge, die ursprünglich ineinander gestapelt waren, werden im Museum einzeln und zum Teil auseinandergebaut präsentiert. So sind die farbenfrohen Malereien auf den Innenseiten besser zu sehen. Und die sind auch der Schlüssel zur Frage, wie wir die Position des Verstorbenen im Sarg rekonstruieren können. Auf einer der kurzen Seiten sind Sandalen zu sehen, auf der gegenüberliegenden unter anderem eine Kopfstütze. Es ist also naheliegend, dass Herrischefhoteps Füße in Richtung der Schuhe zeigten, während sein Kopf nahe der Kopfstütze lag. Eine solche Kopfstütze wurde auch tatsächlich im Sarg gefunden. Sie sagt uns, dass der Tote auf der Seite gelegen haben muss. Auf einer solchen Stütze kann man nur seitlich liegen, da man die Schulter zum Abstützen des Körpers benötigt. Doch zu welcher Seite hat Herrischefhotep geblickt? Zur Beantwortung dieser Frage muss man sich die Außenseite des inneren Sarges ansehen. Hier ist ein Augenpaar aufgemalt. Damit konnte der Tote sozusagen aus dem Sarg herausschauen. Auf der Innenseite ist parallel dazu eine reich geschmückte Tür zu sehen. Dort befand sich also eine Art Ausgang aus dem Sarg. Für die Ägypter war es wichtig, auch nach dem Tod noch Kontakt zur Welt der Lebenden aufbauen zu können. Mittels einer solchen Bemalung der Särge war das möglich. Nach damaliger Vorstellung waren alle aufgemalten Elemente im Jenseits tatsächlich nutzbar. Sieht man sich auch die anderen Teile der Sargdekoration an, die neben vielen Gegenständen aus dem Haushalt auch eine reiche Auswahl an guten Nahrungsmitteln zeigt, kann man sich sicher sein. Herrischefhotep fehlte es im Leben nach dem Tod sicher an nichts.